Ein Knäuel aus langen, dünnen Ärmchen, einem kleinen, behaarten Kopf. Erst beim genauen Hinsehen erkennt man, was sich am Bauch der Silbergibbon-Dame festkrallt. Knapp 3,5 Wochen ist das kleine Affenbaby nun alt, kam nach einer Tragzeit von 7 Monaten Mitte August zur Welt. Ein besonderes Ereignis für die rare Tierart. Silbergibbons sind zum einen mal sehr bedrohte Affen, die in ihrer Heimat Java vom Aussterben bedroht sind. Und außerdem sind es Affen, die in Zoos ganz, ganz selten nur zu sehen sind. Also in Deutschland werden Sie keinen anderen Zoo finden, der Silbergibbons zeigt. In ganz Europa sind es nicht mal eine Handvoll Zoos, in denen die bedrohten Primaten zu sehen sind. Mit der Geburt des 4. Babys besteht die Münchner Familie nun aus 6 Mitgliedern. Welches Geschlecht der neueste Zuwachs hat, ist noch ein Geheimnis. Noch zeigt die Mutter uns das Jungtier nicht, denn das muss sich ja sehr gut festhalten am Körper der Mutter. Die bewegt sich, das haben Sie gerade gesehen, ganz flott durch die Baumwipfel. In etwa 2 bis 3 Monaten wird sich das Silbergibbon-Baby von der Mutter wegbewegen. Dann wird die Zoodirektion auch über den Namen entscheiden. Der Tierpark Hellabrunn leistet mit dem neuen Affennachwuchs einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz der Silbergibbons. In menschlicher Obhut werden die Tiere bis zu 50 Jahre alt.